Konfuzeier, ja, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josie mit einer neuen Folge der Twitch Tips Germany. Wir sind bei der Folge 202 gelandet und die Folge heißt Missionarsstellung ausprobiert. Das wird heute schlüpfrisch, habe ich das Gefühl. Ja, wir schauen es uns zusammen an und vorher noch der kleine Hinweis, sollte es unbewusste oder bewusste Werbung geben, dafür steht da oben die Dauerwerbesendung, nur dass ihr da Bescheid wisst. Aber wir wechseln mal in den Live-Bereich, da ist das Ganze auch schon eingezeigt und wir gehen einfach mal rein in das Ganze. Viel Spaß euch! Hallo und herzlich willkommen zu Twitch Clips Germany! Oh ja, heute habe ich mal am Anfang des Ganzen abgebürgt. Tolle kurze Einleitung, knackig, so wie es sein soll. Und ja, genau, das ist das, was wichtig ist, würde ich sagen. Alles gesagt, der Ton passt diesmal auch. Ich habe ihn gerade noch hochgezogen. Sollte es nicht der Fall sein, bitte kurze Mitteilung, weil unser Kistenkater, der ist heute noch nicht da. Aber ein Hallo geht an die Xautina und an die Lady Asmodana raus. Tor habe ich eingeladen. Oh, sie hat mich eingeladen. Wie ist dein Name? Ich heiße nicht Asta, ich heiße erotischer Asta. Bei Dingen erotischer Asta. Genau, zusammengeschrieben und die... Oh mein Gott, ist das nicht eine Lüge? Wie? Natürlich ist es keine Lüge. Marcel! Ja, was denn, wenn das so ist? Warum meine Stärken so, soll ich... Das ist eklig. Warum? Ich hebe meine Stärken hervor. Nee. Nein, das habe ich in so einem Schlüsselqualifikationsseminar gelernt, dass man immer dafür sorgen sollte, die besten Sachen bei sich hervorzuheben. Nein, hör auf damit! Hey, was ist denn daran schlimm? Du stützt mich erotisch, muss ich sagen. Ja, danke! Erstmal redet Jen gestern noch davon, dass ich mein Selbstbewusstsein stärken soll und jetzt tritt sie wieder auf mich ein. Ja, wer solche Freunde hat, kann man immer wieder nur sagen, der braucht keine Feinde mehr. Klar hat er recht in dem Punkt, man soll immer seine Stärken hervorheben, die Schwächen ein bisschen runterspielen, aber nicht zu sehr, also man soll nie kommen und sagen, ich habe keine Schwächen, ich weiß alles, weil das ist alles falsch. Wie sagte unser einer Dozent immer, alles ist immer falsch. Immer ist immer falsch. Genau. Also wenn immer alles ist, dann ist immer alles falsch. klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Ja, und ja, genau. Also man soll es aber auch nicht übertreiben mit dem Hervorheben seiner Stärken, weil das könnte natürlich am Ende auch nicht gut kommen. Bart ist wie ein Pfeil. Ja? Dein borstiger Bart. Du. Eins. Ja, ja, der Moment, in dem du festgestellt hast, dass du Luft im Darm hast, die raus wollte, als du dich runtergebeugt hast. Ja, bei Kniebeugen ist das immer so eine Sache, da muss man vorsichtig sein. Und gestern habe ich mir einen Stream angeguckt von einem Kollegen und bei dem wurde auch über dieses Thema geredet. Und ja, wenn ihr wollt, schaut euch mal im Nachgang vielleicht das Video von chromi.de an, da wird darüber geredet. Seht ihr den Nacken? Seht ihr diesen Nacken? Das ist ein Spendiernacken. Seht ihr die Hose, die er anhat? Das ist... Oh. Auf Wiedersehen. Oh, scheiße, meine Friends. Ja, das, so kann es gehen. Wenn man nicht aufpasst, landet man auf dem Boden. Man sollte immer bedenken, auch Bürostühle oder Gehwegstühle oder wie auch immer haben irgendwo einen Punkt, an dem sie nicht mehr weiter nach hinten können, sondern einfach abhauen. So halt, so ist das, genau. Und er wollte wahrscheinlich sagen, es sind ja diese Hose, das ist eine Spendierhose, genau. Sieht man das? Ja, Snoopy? Und gleich. Oh, das hält sogar. Oh mein Gott. Gleich nicht mehr. Ah, ich wusste es. Der Reis hält. Bruh. Ja, was ich gerade auf einen Stuhl projiziert habe, kann man natürlich auch auf jedwediges andere. Item umlegen. Alles hat irgendwo seinen Punkt, an dem es nicht mehr hält oder nicht mehr so bleibt, wie man sich das vorstellt, sondern einfach abhaut. Und bei dem Preis war es halt erreicht. Ich hatte schon viel früher damit gerechnet. Dein Bett sieht ja kuschelig aus. Ja, kannst ja rein. Ich kette dich fest und hau ab. Wo kommt das denn jetzt? Oh oh, das sind tiefe Abgründe, die sich da auftun. Ja, also anketten, wegrennen, nee, das lassen wir mal lieber. Hallo, ja, ich hab schon gewundert, was da ist.
Au! Das tut ja schon. Au, das tut ja vom Zugucken schon weh. Also, abgesehen davon, dass es zwar eine Spielfigur ist, die eigentlich in Anführungsstrichen ja keine Schmerzen empfindet, weil sie ja nur ein Pixelhaufen ist. Aber au, das tut weh. Nicht gut, gar nicht gut. Ziemlich viele Pimmel, aber schön. Dann brauchst du das Duschgel für echte Männer. Schwanzglanz. Für den Pimmel ohne Schimmel. Es gibt Produkte, die muss man nicht haben und die müssten eigentlich auch nicht erfunden werden. Also das ist ja wohl mal... Nee, das braucht man nicht. Ganz ehrlich nicht. Spart euch das Geld. Spart es euch. Entschuldigung, ich bin gerade irgendwie ein bisschen outspaced. Es tut mir so leid, ich war gerade ganz kurz so. Gerade war mein Gehirn so... Hey, das war mal eine coole Einspielung von einem Faxsignal. Kleiner Funfact, falls ihr es ja nicht wisst. Ich weiß auch nicht, ich habe gar nicht gesehen, ob sie es mittlerweile jemanden gefunden haben. Aber dass die Bundesnetzagentur, also die Agentur, die Deutschland dafür verantwortlich ist, dass alle Netze funktionieren, so also Internet, Telefon und so weiter, Fernsehen, wo ihr euch beschweren könnt, wenn was nicht funktioniert, so wie das vertraglich vereinbart ist, die sucht einen Faxanbieter. Die sollen die Digitalisierung vorantreiben, aber sie suchen einen Faxanbieter. Ja, weil sie täglich 3.000 bis 4.000 Faxe durch die Gegend schicken. Weil nur was geschrieben steht, ist auch vorhanden. Ich frage mich immer noch, ob sie das Thema E-Mail noch nicht erfunden haben bei denen. Die Top 4. Ich hab's nochmal neu geladen. Ich bin dumm. Ich wollte speichern! Ja, dann drückt doch auch auf Speichern und nicht auf Neuladen. Das kann man doch ganz deutlich lesen. Klickt doch nicht immer wild durcheinander. Lest doch erstmal, was da steht. Und dann könnt ihr entsprechend klicken. Kleiner Tipp von mir. Also, das sieht lecker aus. Ah, HelloFresh. Ramen. Und Wasser. Das war jetzt nicht wirklich ihr Ernst. Sie hat jetzt nicht wirklich das, was auf der Karte war, nachkochen wollen. Und dann nimmt dann eine Fertigrahmen und und heißes Wasser. Ich will jetzt nichts gegen Instant-Nudeln sagen oder Instant-Rahmen. Auf keinen Fall. Ich nutze die selber ab und zu, obwohl ich normal frisch gemachten Rahmen bevorzuge. Aber das war jetzt nun wirklich keine tolle Idee. Also abgesehen mal davon, dass der der Kochstream dann relativ kurz wäre, weil 1,5 Minuten für das Wasser heiß machen, 3 Minuten warten, bis die Suppe fertig ist. Also das ist jetzt nun wirklich nicht das große Problem. Da ist man mit 5 Minuten und ein bisschen Vor- und Nachreden bei 10 Minuten. Toll. Valentinstag, meine Mods haben sich zusammengesetzt. Das sind, ist eine Gruppe aus Jungs und Mädels. Sie haben sich zusammengesetzt, haben mir zum Valentinstag Blumen geschickt. Das ist so cute. Ihr seid richtig cute. Ja, oh mein so Gott. Ihr macht mehr für sie, als all meine Ex-Freunde jemals für mich getan haben. Das ist jetzt ein Armutszeugnis für ihre Ex-Freunde, wenn das wirklich der Fall wird. Also ich muss meinen Mann jedes Jahr bremsen. Wenn es an den Valentinstag geht, weil er will mir dann immer Blumen schenken. Ich finde, Blumen sind ja was Schönes. Nichts dagegen, ich liebe Blumen. Aber wenn ich mir dann überlege, so, man gibt 4, 5, 6, 7, 10, 20 Euro dafür aus, je nachdem, wo man die Blumen halt kauft. Und dann hat man sie eine Woche zu Hause stehen, dann sind sie kaputt. Da wünsche ich mir dann lieber ein Bild oder was, wovon ich mehr habe. Ja. Wie zum Beispiel von ihm. Genau. Bitte sag Coppelius nicht, dass ich mich nachts zum Einschlafen von ihm beleidigen lasse als King. Das ist... Und deswegen sagst du das jetzt über den Stream, wo das jeder mitbekommt und es garantiert mindestens einen gibt, der sie weiterträgt. ganz schlechte Idee heute. Ja, ja. Alter! Ja. Wer will mich heute knallen? Don Vito! Alter, hast du nochmal Zähne rausgehauen? Dankeschön. Alter.
Was ist hier los? Ich glaube, ich habe eine Fahne. Ja, dann... Ja, wir spielen. Dann trink weniger, würde ich sagen, wenn du eine Fahne hast. Also das ist ja ganz schlimm. Hey, das war ein geiles Wortspiel, muss ich sagen. Ganz geiles Wortspiel. Ja, hat mir gefallen. Heute? Ja, wir müssen erstmal Friends werden bei Epic, ne? Ich spiele über PlayStation. Was? Ja. Oh fuck, es gibt's Crossplay? Das hab ich toll, genau nicht toll. Oh, cool, dass wir uns abgesprochen haben vor heute. Ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist. Ich bin ganz neu im Konsolen-Game. Warum? Gibt kein Crossplay, lese ich gerade. Wirklich? Bei dir im Chat übrigens. Ah, fuck. Ja, das war lustig. Schön, war schön mit dir. mach dir noch einen schönen Abend. Ja, vorher, man sollte sich wirklich vorher absprechen, wenn man zusammen spielen möchte, dann soll man sich absprechen, ob das Spiel, was man spielen möchte zusammen, auch auf den entsprechenden Plattformen, die man benutzen möchte, vorhanden ist. Ich kann ja auch nicht zu meinem Mann sagen, hier, pass auf, wir spielen ein Spiel, was es nur auf der PlayStation gibt und wir haben gar keine PlayStation, zum Bleistift oder so, weißt du, wisst ihr? Also deswegen, Absprachen sind da schon wichtig und durchaus machbar. Das war ja jetzt so, als wir zum Beispiel bei Mann und ich über Stream Diablo spielen wollten. Das hat ja mehr oder weniger funktioniert. Aber ja, es hätte natürlich nicht funktioniert, wenn ich zum Beispiel Diablo 3 nicht gehabt hätte. Ja, also deswegen. Also bei seinen Survival-Games zum Beispiel könnte ich nicht mit ihm in Crossplay gehen, weil ich benutze die meisten davon nicht. Gut, und das ist Jenga in Großform. Also ich finde... Ja, ob das gut geht, der sieht schon ziemlich aufgebaut aus, der Turm. Ja, wie teuer sind die Kameras? Ein paar tausend. Okay, hast du, oder? Ja. Als ob das geklappt hat! Oh mein Gott! Ey, das war echt cool. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass er den Stein nimmt und dass da bei der Turm fällt. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, Moment, nicht zu früh freuen, denn der Stein muss ja auch wieder oben drauf. Und erst wenn er liegt und der Turm dann noch steht, dann hat man das geschafft. Aber er hat schon mal einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also ich bin da sehr überrascht von. Ja, genau. So, ich habe mir mal bitte schön einer erzählt. Ah, deswegen. Gut, ja, so kann es gehen. Mein Kontrollmonitor ist gerade ausgefallen. Hey Roxy, steig mal auf. Rein. Was meinst du, das kriegst du... Nee, das kriegst du nicht. Oh! Oh, oh. Hey! Cool, wie verdoppelt man seine Menge an Schiffen? Man schießt einfach einen Teil seiner Mannschaft auf das andere Schiff rüber. Hey, praktisch. Sehr praktisch. Interessantes Spiel. Ja, muss man so sagen. Wie wischt sich eigentlich ein T-Rex einen Arsch ab? Gar nicht. Geht nicht! Da stellt sich dann eher die Frage, hat ein T-Rex schon Toilettenpapier? Also manche Fragen müssen einfach nicht gestellt werden. Und die gehört definitiv dazu. Es ist Sonntag. Nee, Samstag. Am Sonntag darf ich ruhen. Morgen darf ich ruhen. Heute muss ich nur arbeiten. Scheiße. So. Ah nee, heute ist ja erst Freitag. Nee, heute ist Dienstag. Was ist denn los mit mir? Heute ist Dienstag. Ich bin völlig von ab hier. Also bei mir ist heute Samstag und bei den meisten Menschen auch. Einige steuern schon auf den Sonntag zu. Die haben das schon gelitten. Leider, die müssen natürlich morgen wieder arbeiten gehen. Nein, ich habe dafür frei. Genau. Also, passt. Stimmt, das könnten wir mal probieren. Portal. Oh, können wir in das Gel schießen? Nee, ne? Upsala. Hey! Was ist hier gerade passiert? So geht's auch. So geht's auch. Was? Was da passiert ist, Mädel, da war ein Portal. Und da bist du durchgehüpft. Das ist passiert. Deswegen bist du von dem einen Raum in den anderen Raum wieder rein. So einfach ist das. Augen auf beim Portalkauf, genau.
Okay, wir probieren es. Also, wir sollen an der Stirn anfangen. Und dann sollen wir ganz zärtlich da entlang runter an die Schläfe. Zum Auge. Und das ein bisschen berühren. So, dann gehst du wieder rüber. Auf die Nase. An der Wange vorbei. Runter. Zerbeißt gefühlt alles, knauerst da wie so ein Maiskolben da an dem Ding entlang. Ich hätte jetzt viele, viele Fragen, aber ich stelle nur eine. Was zum Geier sollte das? Gut, weiter. Nächster Clip. Ich habe auch da Anmerkungen und natürlich auch Fragen. Als erstes mal, habt ihr den Rauchwälder ausgemacht? Zweitens mal, liebe Kinder, macht das nicht nach, falls ihr da an so ein Ding rankommt, weil es ist schon in Deutschland schwierig, an einen Flammenwerfer heranzukommen. Aber in einem geschlossenen Raum mit einem Flammenwerfer zu hantieren, ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Und gerade bei Technik, Hitze und Technik verträgt sich meistens nicht besonders gut. Kennen wir aus den PCs, wenn kein Kühler auf der CPU drauf sitzt, hält die CPU genau 5 Sekunden, vielleicht auch 10. Dann taktet sie sich herunter oder geht gleich ganz aus. Und ja, also, geiler Clip, das muss man sagen, aber fragwürdig. Auf dieser Fläche, das ist ja theoretisch eine Fläche, die du kaufst, musst du da wirklich jemanden beerdigen oder kannst du das auch als kleinen Garten benutzen? Weil da gibt es ja schon, die meisten Friedhöfe haben ja die Regel, dass du da nur so und so viel Prozent Steine drauf haben kannst und der Rest muss Pflanzen sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Friedhofsordnung bei dir aussieht, aber ich weiß definitiv, dass man auf einem Grab keinen Kleingarten anlegen darf. Schließlich und unendlich ist der Friedhof ein Ort, der pietätvoll sein soll. Zum Gedenken an die Toten dient und da dann vielleicht auf seinen Partner oder was Radieschen anzupflanzen. Man sagt zwar immer so schön, wer tot ist, betrachtet sich die Radieschen von unten, aber das ist eigentlich nur ein dummer Spruch und den sollte man nicht zu ernst nehmen. Und ich denke mal, in den meisten Gebieten, Städten, Landkreisen und so weiter in Deutschland zumindest, ist das Anlegen von solchen Sachen auf dem Friedhof verboten. Und was diese Abgrenzung zwischen so und so viel darfst du als Stein und so viel darfst du als Beete oder musst du als Pflanze nutzen angeht, ich habe schon ganz viele Gräber gesehen, da liegt eine komplette Platte über das gesamte Grab und da ist gar nichts drauf gepflanzt, weil das natürlich am einfachsten zu pflegen ist. Außerdem muss er dann kein Geld ausgeben im Nachhinein und ja, genau, also von dieser Regelung habe ich auch noch nichts gehört. Korrigiert mich, wenn das falsch ist und in den Kommentaren könnt ihr das gerne machen. Wie süß er nach Hilfe schreit! Wie niedlich man ihn zerquetschen kann, ist so süß! Quietsch für mich, quietsch! Diese Dame, also Carillo, du hast massivste Probleme und du solltest sie unbedingt untersuchen lassen. Ganz unbedingt. Aber Stofftiere quälen. Die Treppen nach oben bis in die Tür und als ihr... Ich klopf bei Salem. Oh mein Gott. Ja, er hat sich voll in seine Rolle versenkt, aber das war geil. Also ich habe jetzt auch gedacht, so bei wem klopft's jetzt? Haha, geil. Hey, das ist cool, das muss man sich mal überlegen, auf solche Ideen erstmal zu kommen. Das ist natürlich praktisch. Also wie gesagt, er hat sich voll in seine Rolle ergeben, genau.
Man wird ja auch immer besser in dem Spiel. Nein! Eben. Oder schlechter. Och, Mann. Man wird besser in dem Spiel oder schlechter. Und in diesem Fall war es ganz schlecht. Es war nämlich tot. Ja, ja, so kann's gehen. Kann ich die auch befreien oder muss die da jetzt so liegen bleiben? Please, cut me free. Oh! Alter, Arthur! Okay, macht der Charakter das automatisch? Weil ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass sie das vorhatte, weil sie hat gefragt, ob sie ihn befreien kann und nicht, ob sie treten und also in manchen Spielen ist die Brutalität dann doch ein bisschen zu extrem, muss ich sagen. Hier ist übrigens ein Gehirn, ich finde, das ist wichtig hervorzuheben, bevor ihr sagt, ich hätte keins. Hier liegt eins, also ist schon mal der Gegenbeweis. Nee. Okay, ich glaube aber nicht, dass die Leute das meinen, wenn sie dich fragen, ob du kein Gehirn hast. Aber eine gute Idee, das sollte man sich merken. Also für alle die, die kein Gehirn haben, ihr könnt euch welche kaufen und hinlegen. Ja, da ist ja überwiegend, die wir eben vor 300 Millionen mal schon gelaufen sind. Boah, jetzt ins Wasser fallen wäre super Traurigkeit. Ja. So kann's gehen. Fail mit Ansage, aber nicht von dem, der ihn angesagt hat, sondern von dem Partner. So kann's gehen. Ja, ja, ja. Ist das eigentlich mein Scheißernst? Nein, dein Scheißernst nicht, aber der Scheißernst von dem Spiel. Aber das war jetzt wirklich weird. Sie schießt mit einer Panzerfaust auf die Gegner und sie laufen einfach weiter. Das würde mir zu denken geben. Was für zum Geier für Zombies sind das? Ja, ohne Bauen ist echt funny. Das ist echt krass, ja. Was? Ja, wenn du dir den Stein selber an den Kopf schmeißt und bei der Größe ist doch klar, dass Link dann K.O. geht. Oh. Man wirft ja nicht so, dass man das Ding gleich auf einen zurückkommt. Man stellt sich gleich schräg und schmeißt das ja weg, abprallt. Nur mal so zur Information, also. Ja. Gehen doch nicht noch zu dem Scheiß. Bah! Alles okay? Nein! Cool, da liegt ein Hut und an dem Hut ist noch was dran. Ah, geil. Das gibt mir. Jetzt weiß ich, warum ich die Hüte immer falsch rum hinlege. Da kann sich nichts drunter verstecken. Ah, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine schlimme Katze als jemand. Ah! Also, ich kenne das von unserer Katze bei meinem Mann. Bei mir macht sie das nicht. Das ist auch ihr Glück, wenn sie das bei mir nämlich machen würde, würde ich sie fesseln und knebeln und in den Schrank hängen. Obwohl dieser Gedankengang schon jeden Morgen an einem Wochenende stattfindet, ob man das nicht vielleicht am Abend vorher machen soll, damit man die Nacht wenigstens mal durchschlafen kann. Das würden sie spazieren gehen einfach. Wir gehen ja auch spazieren. Sich freuen. Toller Ort zum Spazieren gehen. Scheiße. Toller Ort zum Spazieren gehen. Ja. Augen auf bei der Wahl der Spazierroute. In einem Horrorhaus ist das ganz gefährlich. Man könnte in ein entsprechendes Feld geraten und von den Geistern auseinandergenommen werden. Oder umgestaltet, so wie da gerade eben. Bin ich eine fette Missgeburt? Welches Wort müssen wir da wohl bei ersetzen, dass wir das durchkriegen? Ich würde sagen fette. Ich wette, mit dem Missgeburt geht. Bin ich eine Missgeburt? Oh. Ah, geil, Junge. Twitch in a nutshell, ne? Fett darfst du den Leuten nicht sagen, aber dass sie eine Missgeburt sind, ja, safe. Ja, das ist der Moment, in dem du feststellst, dass die Umfragen bei Twitch etwas komisch sind. Ja. Ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht. Deswegen, ja, kann ich dazu nichts sagen. Aber ganz ehrlich, solche Umfragen würde ich auch nicht machen. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Blood!
Wow. Das muss man erstmal nachmachen. So lange den Ton zu halten, ohne dass man Luft holen muss dabei. Das ist wirklich, ja, da gibt es, glaube ich, einen Hof von mir. Der Viechkorb und ich haben zusammen, also erstmal wurde ich auf der Kaktus auch als Viechkorb angesprochen. 3-4 Mal oder so. Nah dran. Dann wurde ich für Mango gehalten und Matteo hält mich für einen Truthahn. Irgendwas läuft hier nicht richtig. Naja, das mit dem Truthahn könnte ich ja doch verstehen, weil langer Hals. Aber als Mango? Die Leute haben doch keine Mangos gesehen. Und die zwei waren jetzt, sahen sich jetzt auch nicht unbedingt sehr ähnlich. So, Tipp, wie hat euch meine Autofahrt gefallen? Habt euch wohl gefühlt? So, ich mach mal, aber ich glaube. Da hat er doch glatt jemanden umgefahren. Also wirklich? Nicht so viel erzählen. In den Rückspiegel auch mal schauen. Also man kann ja auch reden, während man in den Rückspiegel schaut. Aber das sollte man auf jeden Fall mal tun. Dann überfährt man wenigstens keine Leute. Und der hatte auch noch eine Schutzweste an, also dass man ihn besser sieht. Wobei, Schutzwesten könnten natürlich auch dafür sein, dass man die Leute besser rausziehen kann, weil man sieht, wo sie liegen. Also ich hatte mal so ein paar Schuhe mit diesem Material, was man so kennt von den Straßen, die es so reflektiert. Und da habe ich dann gemeint, ja, die habe ich mir gekauft, weil wenn ich überfahren werde, die Schuhe leuchten auch im Dunkeln, da kann man mich sehen, wo man mich wieder rausziehen muss. Helm auf! Ihr müsst es auch sagen, übrigens, wenn wir so... Achso, nochmal. Wir machen nochmal. Helm auf! Perfekt. Hey, das war gut synchron gesprochen. Man könnte glatt meinen, sie haben das geübt. Ist nicht alt. 40 ist das neue 50 oder auch 60, ja. Ich meine 30. Also das finde ich eine Beleidigung. Wenn man 40 ist, und das ist dann das neue 50 oder 60. Wobei, Moment mal. Wenn 40 das neue 60 ist, dann wäre ja 50 das neue 70. Hey, ich kann in Rente gehen. Hey, das ist cool. Ich kann in Rente gehen. Du bist nur zu faul aufzupassen und zu lesen. Halt dich für ein Gerücht, Bruder. Halt dich für ein Gerücht. Was ist jetzt passiert? Siehst du, und somit war das Gerücht bestätigt worden, weil du hast definitiv nicht gelesen, was da stand und was du tun sollst. Ja. Wie sagt man so schön, manche Menschengruppen sterben nie aus, wie zum Beispiel die Dummen. Ich bin verwirrt. Franzi, tu was. Was soll ich tun? Im Zweifel blasen, das funktioniert immer bei mir. Zu viel Information. Too much information. System Error, Shutdown. Autsch. Ja, gleiches wie gerade eben mit Zelda, oder bei Zelda, jetzt hier mit Jedi Survivor. Ja, passt auf, wenn ihr irgendwas an euch ranzieht, was härter ist als das, was ihr seid. Weil das kann dann schnell nach hinten losgehen. Ja, und heute habe ich wieder Probleme mit dem Reden. Ob das am Hoodie liegt? Keine Ahnung. Hätte man sich auch einfacher machen können. Oder kann man so einen Stein mitnehmen? Au! Ja, gerade sag ich's noch. Passt auf, was ihr macht. Und der Nächste zieht einen Stein ran. Sie hat es wenigstens überlebt. Das kann man schon mal ihr zugute halten. Die anderen zwei sind draufgegangen. Es hat mich trotzdem, dass wir ein der Level nächste? Runtergestellt haben, einfach... Ist das jetzt eine neue Challenge und die ist an mir vorbeigegangen? Star Wars Jedi Survivor spielen und Steine auf sich selbst werfen? Ist eigentlich eine dumme Challenge so irgendwie. Aber das ist dann so, das nennt sich Sabaton. Was ist dabei so unterhalten?
Ey, weil die Leute nochmal da oben haben ja eine Uhr. Und die läuft ab. Oder? Da. Oh mein Gott. Oh, das sind ja keine Uhr. Was ist denn? Oh. Oh Mann. Erkläre ihr doch vorher, wie die Sache läuft und nicht während des Streams und sag ihr, dass das alles im Bildschirm zu sehen ist und nicht in der Realität. Also manche Leute haben vom Internet wirklich ungefähr so viel Ahnung wie ein Dinosaurier vom Raketenfliegen. Nehme ich gar keine. Aber der Killer ist auch gerade nach oben gekommen. Ach, ignoriere den, der kann uns gar nichts. So viel dazu. Warte, okay. Ja. Er wollte dir zeigen, dass er doch was kann, aber nur erschreckend der Art und Weise. Er hat ihr nichts getan, sie konnte ja weglaufen. Ist eigentlich so ein freundlicher Killer. Ja, doch ein bisschen gut performt. Ja. Ich glaube, jetzt wird einfach die Zeit kommen, wo wir die anderen überholen, Risiko spielen und unglaublich sportlich. I'm so sorry. Falsch. Maluna. 3. Nee. Achso, 4. Hä, was soll denn das? Ich hab nur das einzig gesehen. Willst ich hab schlechte Augen. Er hat gebuzzert. Wer ist? Die haben gebuzzert. Ach, das ist doch scheiße. Yeah. Wow. Das ist richtig. Ich hab plus 1, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht gucken. Stark, Bruder. Nein, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das war jetzt einfach nur, okay, weiter. Nee, ansonsten bin ich also... Ja gut, dann will ich den Petter mal anrufen, ne? Ja, und dann soll er da nochmal so 2-3 Waggons ankärchern lassen, wa? Dann soll er mal was ankärchern lassen. Ja, dann klöppeln wir das da dran, ne? Und wir mal gucken, ob wir auch Werkzeug da haben, ne? Weil dann müssen wir da größte Schüssel haben für den Schrauben, ne? Ja. Gut, du, geh mal hier, war super, ne? Ich habe sie jetzt schon so oft in den Twitch-Clips Germany gesehen, aber irgendwie erschließt sich mir nicht, was sie mit ihrem Programm erreichen wollen. Das ist immer so sinnlos. Anders kann ich es nicht mehr sagen. Also gut, okay. Man könnte jetzt auch sagen, mein Programm ist sinnlos, weil ich mache das, was hunderte andere auch machen. Ja, gut, mag sein, aber ich weiß nicht. Also mir erschließt sich das nicht. Ganz einfach. So einfach. Es bezieht sich auf mich und nicht auf andere. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Limette und einer Zitrone? Wird eine Limette zur Zitrone, wenn man sie lang genug am Baum lässt? Sieht irgendwie so aus. Die sind so grün. Nein, wird sie nicht. Ja, genau. Vielleicht erklärt dir irgendwann mal jemand, was der Unterschied ist. Ich werde das jetzt nicht machen, deswegen lassen wir das. Matze? Moment, ich muss erst mal über nachdenken. So? Und, nee, warte. Anders? Scheiße. So. Und dann kommt der Fuß. Ja. So. Genau. Und dann kommt der Fuß da so rüber. Und dann bist du so. Es sieht grandios aus. Also, es sieht vor allem sehr bequem aus. Also... Nee, bequem ist das nicht und die Schmerzen, die man dann danach in den Kniescheiben hat, nicht zu unterschätzen, definitiv. Ich hab's schon probiert. Schickes Gewehr. Nein! Nein, warum? Warum? Wisst ihr, was das denn? Wisst ihr was? Ich garantiere euch, in 10 Jahren findet ihr immer noch davon Reste irgendwo auf einem Punkt in seinem PC. Das Zeug kriegst du nie wieder los. Nie wieder. Du hast dich viel verstellt. Ich glaube, wenn er sich jetzt selber anruft, dann kann er erstmal einen Tag lang nicht mehr beenden. Mädel, nachdenken, dann agieren. Ist doch klar, dass der Stuhl unkontrollierbar wird, wenn du ihn durch die Gegend feuerst. Oh Mann. Das kann man nur... Wie kann man das nur machen? Die schöne Lampe. Oh. Wow. Jetzt hat er ihn.
Eine Frage habe ich nur. Mit welcher FSK ist dieses Spiel freigegeben? So wie er geguckt hat, garantiert mit 12. Die Bäume sind echt räudig auf. Ich habe jetzt die Grafik auf Low, ne? Also wundert euch nicht, wenn's. Also, wenn ihr das Spiel in schön sehen wollt, dann guckt's bei den anderen. Wenn ihr das Spiel in unfassbarem Gameplay und Boss-likem Nicht-Sterben und einem Umgang mit Waffen, das seinesgleichen sucht, ja, dann guckt auch bei den anderen. Hier ist blauer Typ mit großer Keule. Das finde ich mal eine gute, treffende Beschreibung. Ja, genau. Also, ich würde das in der Form nicht spielen, aber vielleicht wollte er ja einfach nur gucken, wie viel FPS er erreichen kann. Auch in den Bossfights. Auch eine Möglichkeit. Man muss alle Challenges mal gemacht haben. Haben Sie alle was gewünscht? Habt ihr euch alle was gewünscht? Denn gleich geht's. Gleich ist der Drops im Wasser gefallen. Drops gewünscht. So. Na, lutschen solltest du den nicht. Let's go. Sie hat es nicht allen Ernstes geschafft, das Geldstück vor den Brunnen zu werfen, statt in den Brunnen. Das ist eine Kunst. Also wirklich. Okay, so. Jetzt aber jetzt bin ich voll im Konzentrationsmodus. Guck, pass auf. Ein Rangor. Ja, wenn das dein Konzentrationsmodus ist, dann möchte ich gern mal sehen, wie das aussieht, wenn du unkonzentriert bist. Dann überlebst du wahrscheinlich mal den Sprung. Nur so. Was bist du? Was ist denn mit dir, Fall? Was ist das denn? Warum ist hier so ein Killer-Pusche? Was passiert hier? Was ist das für ein Spiel? Was ist das denn? Der kommt durch meine Tür! Abbruch! Abbruch! Ich habe ihn getötet. Nein, er hat sich selbst getötet. Aber was zum Geier ist das für ein Quiesch gewesen? Das sah ja aus wie eine Mischung aus dem Kanickel und dem Hund. Mit den roten Augen, noch ein Dämon drinne. Ein dämonisches Hundekanickel. Interessante Mischung. Der Mann in seinen Federn gleiten, Mann. Hey. Was? Um Gottes Willen, ich dachte, das wäre aus dem Spiel. Wie war es doch auch, oder habe ich jetzt was verpasst? Ich meine nur, kann natürlich passieren, dass ich was verpasst habe, aber für mich war das, kam das aus dem Spiel. Naja, okay. Okay, aber ich sag mal so, wenn du es geschafft hast, in ein Spiel zu kommen als reale Person, die nicht irgendwie super duper weltberühmt ist, dann hast du es geschafft. Erzähle ich das jetzt wirklich? Hey, das gleiche Mikro wie mein Mann. Ja doch, komm, ich erzähl's einfach. Und dann habe ich halt gestern ausprobiert, wie es als Mann ist, in der Missionarstellung so lange durchzuhalten. Und dann habe ich das in meinem besoffenen Zustand ausprobiert. Vanessa stand daneben, hat die Zeit genommen, wie lange ich es durchhalte. Und Claudia hat's gefilmt. Und wir konnten alle nicht mehr. Ich habe eine Minute ungefähr durchgehalten und dann war es das auch. Also Jungs da draußen, ich habe meinen vollsten Respekt an euch, dass ihr das so lange durchhaltet und keine Krämpfe oder so bekommt. Moment. Sie hat als... Sie ist eine Frau und sie hat es als Mann versucht. Wie bitte macht man das? Das möchte ich gerne wissen. Das kannst du gar nicht. Und abgesehen mal davon, was für eine komische Missionarstellung hast du gemacht, dass du da nach einer Minute überlegt hast, dass man da Krämpfe kriegen könnte. Hä?
Also irgendwie muss ich die Missionarstellung falsch im Kopf haben, dass man da Krämpfe beikriegen könnte. Muss ich nachher mit meinem Mann besprechen. Nice, nice, nice. Clean, 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 clean. Und tschüss, und tschüss, und tschüss, und tschüss, und tschüss, und weiter, ja. Dö, 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 dö. Augen auf beim Springen mit Mario. Aber das war jetzt wirklich fies. Das muss ich dazu sagen. Also es war wirklich fies, ja. Ja, ja. Okay. Viel Geld verdiene ich? 7.000. Ich bin bei 10 von 25 von diesem Tuckety-Tux. Ja. Ja. Ja, sorry. Ihr solltet mir einfach ab jetzt die Aufgabe geben, Schiffe zu benennen. Nee. Nee, meine Schiffe benenne ich selbst, wenn ich welche habe und lasse ich nicht von anderen machen. Wäre ja genauso, wenn ich sagen würde, ich lasse meine Charaktere, die ich selbst erschaffe, von anderen benennen. Wir sind andere Dinge im Chat. Kinda weird. Sie hat jetzt sich allen Ernstes dem Pferd einen Eskimo-Kuss gegeben. Und falls ihr nicht wisst, was ein Eskimo-Kuss ist, ist, wenn man die Nase aneinander reibt. Weil Eskimos, wir wissen es ja, die leben im ewigen Eis, obwohl das Eis auch nicht mehr so ewig ist. Und damit man nicht zusammenfriert, macht man dann nicht, sondern macht viel angenehmer. Machen mein Mann und ich auch manchmal. Und dazu brauchen wir diese Büsten. Okay. Hehe. Okay. Oh Gott. Am Arsch, Alter. Okay. Das ist der Moment, in dem ich mir überlege, ja, aufzuhören. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Echt nicht. Wie zum Geier ist der da reingekommen? Boah. Aber jetzt habt ihr es erlebt. Ich erschrecke mich auch mal. Obwohl ich eigentlich wusste, dass es ein Horror-Game ist. Naja, gut. Passiert. Jetzt weiß ich aber schon, wie ich das Video nennen werde. Nett auf der Mac. Komm, eins da drüben. Okay. Marty, weg. Uch. So, oh, Martin, nee, und dann spielt ihr immer dieses komische Spiel und dann redet sie auch noch. Und dann machen wir Cowboyhüte aus Menschenleder, ja, ja, ja. Und dann hat die Angst vor mir und ihre Bienen. Aber Sonja, wer hat denn keine Angst vor dir, jetzt im Ernst mal? Ich meine, wundert's dich? Hast du dich mal angeguckt? Krass. Ja. Ja. Cool. Ja, cool. Ich hab Angst jetzt. Also ich habe jetzt ein paar Mal getrickt. Im Video werdet ihr das wahrscheinlich feststellen, weil ich es rausgeschnitten habe. Aber wo sie recht hat mit der Frage, hat sie recht. Wer zu Geier hat keine Angst vor Milchbaum? Also ich gehöre dazu. Ich habe Angst vor ihr. Sie macht weirde Dinge. Sehr weirde Dinge. Wusstest du, dass jedes Tier bellen kann, wenn man zu ihm drüber geht? Miau? Hä? Nee, kennst du das nicht? Wie bringt man eine Katze zum Bellen? Benzin drüber anzünden? Wuff. Oh. Boah. Hier, das war jetzt aber ganz mies. Ganz mies. Falls ihr es klopfen hört, die Nachbarn oben drüber haben wieder mal überlegt, jetzt anfangen müssen zu hämmern. Genau. Hey, Fall Guys. Jetzt weiß ich, was ich heute Abend mache. Ich habe zwei Leute geschüttet. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ey, Anne. Dir ist schon klar, dass das Sinn dieses Spiels ist, dass du am Ende die Einzige bist, die übrig bleibt. Da muss man die Leute halt nicht töten, aber runterschmeißen von der Plattform. Die sind ja nicht tot, die kommen ja wieder. Einzige Merch, den man braucht im Grunde genommen. Ich zeig's euch auch nochmal, damit mein Channel auch auf jeden Fall runtergenommen wird. Hier, ja? Und dann kann man hier so ein bisschen squishy, 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 squishy. Diese Mauspads sind absolut bescheuert. Definitiv bescheuert. Das war die aktuelle Folge von Twitch Clips Germany. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Folge.
Ja, genau, das war die aktuelle Folge Twitches Germany. Ihr seht uns natürlich auch die nächste Folge an, aber das heißt jetzt nächste Woche. Diese Woche haben wir das jetzt hier. Es war eine tolle Compilation. Der Titel hat sich mir nicht ganz erschlossen. Ich denke aber mal, das bezog sich auf die Dame, die Missionarstellung als Mann versucht hat. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie das geschafft hat, weil es passiert. Wenn euch das Ganze hier auch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Dank da lasst, nämlich in Form eines Däumchens, in Form eines Abos. Und vielleicht die Glocke aktiviert, dann versäumt ihr hier nichts mehr. Hier kommen jede Woche mindestens oder durchschnittlich so 3 Videos hochgeladen auf YouTube. Ja, wenn ihr das Ganze natürlich auch bei den Kollegen von TwitchLips Germany machen wollt, dann ist das ganz einfach. Ihr könnt den Link, der ist da unten in der Videobeschreibung verlinkt, anklicken und dann landet ihr bei dem Video. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal euch angucken, ohne dass ich dazu was sage. Aber wir machen das mal hier. Hier ist wieder der Abonnier-Button. Hier, da wo ich drum rum reite. So, ein Like gibt es von mir dazu natürlich auch. So wie immer. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr Anregungen, Kritik, Vorschläge habt, was man mal reacten könnte, auch unten in die Kommentarsektion. Und ja, wenn das reactbar ist, dann wird das natürlich auch gemacht. Und ich gehe auch auf jeden Kommentar direkt selbst ein und antworte euch darauf. Manchmal kann es 1-2 Tage dauern, aber ihr bekommt immer eine Reaktion von mir. Mir bleibt jetzt sozusagen für diese Woche. Danke, dass ihr zugeschaut habt und tschüss, eure Josie.